Ja, Dreizack des Kanalisierers. Habe ich ja schon mal erwähnt, man kriegt Waffen von den beiden aus Dark Souls 1. Der Dreizack eines alten Zauberers. Die geschärften Spitzen deuten auf ein gewisses Ausmaß an Wahnsinn hin. Vollbringt mit einem schweren Angriff einen die Kraft kanalisierenden Tanz, dessen Wahnsinn die Moral naher Verbündeter erhöht. Effekt erhöht den Angriff. Beidhändiger schwerer Angriff. Jo. Das ist also wirklich der Kanalisierer-Tanz aus Dark Souls 1, der teilweise ziemlich übel war. Zum Beispiel in der Kanalisation. Ah, deswegen kann der Dreizackball weg. Und wir können jetzt zurück ins Erntetal, in die Minen. Nein, können wir nicht. Ich wollte doch eigentlich euch kurz die neuen Dialoge des Schmiedes und der Erzsteinhändlerin zeigen. Und dann können wir mal kurz zu Solden gehen. Also erstmal zum Schmied. I knew you'd be around soon. Go on, show me what you've got. Ja. You'll need souls to repair and improve equipment. I know only Das kennen wir bereits. my witless daughter finally came home. Just as oblivious as she's always been. Well, at least now I can keep an eye on her. Ja. Stones, try asking my daughter. You might be surprised. Drat. Don't Und das ist der need restliche souls. Text. I don't wait. My with justice. Well, Ja. stones, you might. Genau. Also er sagt, dass seine Tochter zurückgekehrt ist. Also ist dementsprechend sie seine Tochter. Und ja, jetzt guckt sie sich ein Handgelenk an. Oh, fancy meeting you here. Speak up if you need anything at all, all right? Wir können mit ihr These reden. stones may look all the same, but Das ist some of nichts them are used to Neues. smith weapons and are some of them are extremely none of the diff You know how they call this place Drang Lake, right? Well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, I don't know. It's just something I heard. Since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen on this very spot. Each like a great flame that turns to soot. Maybe that's why people don't remember much about the past. Also sie sagt es, viele Königreiche sind an diesem Ort bereits entstanden und wieder zerfallen. Was mich früher mal hat vermuten lassen, dass hier auch mal Lordwen gestanden hat. Also das Königreich aus Dark Souls 1. Aber wenn man es ein bisschen genauer betrachtet, war Lordwen eigentlich eine riesige Stadt. Ziemlich verwinkelt, aber alles ziemlich kompakt auf einem Haufen. Dranglake hier jetzt ist ziemlich weitläufig. Also wir hatten die Niemandswerft in der... Also Heides Flammenturm in der einen Richtung, die Niemandswerft in der anderen... Nee, den Wald der gefallenen Riesen in der anderen, die Niemandswerft war ja hinter Heides Flammenturm. Dann die verlassene Festung und so weiter. Und jetzt sind wir ja in eine andere Richtung gegangen, in Richtung Erntetal. Das ist viel weitläufiger als Lordwen war. Lordwen war zwar auch groß, aber in sich ziemlich verschachtelt. Deswegen gab es auch so viele Abkürzungen und so, anders als hier. Gehen wir mal weiter. Hollows. He seems to keep eyeing me up. He sort of looks like my father. He's a blacksmith too, you see. The poor man's such a worrywart. But he wouldn't follow me out here, would he? Doch, das ist dein Vater. I was born in a land to the west, Volgen, famous for its merchants.
There were great bustling cities. But for me, they were suffocating. And so I set out in search of stones in faraway lands. Mm-hmm. There are dangers for certain, but I much prefer to live this way. But for the life of me, I can't remember how I ended up here. Du bist as if I were drawn to the place or lured in. Oh, I don't know. Du bist wahrscheinlich genauso wie wir verflucht, also trägst ein Finstermal. Hast es aber wahrscheinlich nur noch nicht so richtig geblickt oder es schon längst wieder verdrängt. These stones may some okay, mehr hat sie nicht zu sagen. No interest. Gut. Mit den anderen müssen wir nicht sprechen. Wir könnten die restlichen Seelen bei ihr für ein paar Lebenssteine ausgeben. Ja, das wären zwar nur 4 Stück. Allerdings ist das besser als nichts. Und wir haben nicht so viele Seelen, die wir verlieren könnten. So. Jetzt geht es im Erntetal weiter. Und jetzt könnten wir da auch wieder auf unseren Heidespeer wechseln. Da wir, glaube ich, nicht mehr so schnell mit Skeletten kämpfen müssen. Und das bisschen Blitzschaden, was er zusätzlich macht, ist gar nicht mal so verkehrt. So, hier wären 3 von den Funkelechsen. Und ziemlich viele Löcher mit Giftbrühe. Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwie kann man das Ding, glaube ich, abreißen. Ach ja, seht ihr den Balkon da oben, wo es funkelt und wo gerade der Regen runtergekommen ist? Das ist übrigens auch eine Neuerung in Dark Souls, in Scholar of the First Sin. Im normalen Dark Souls 2 gab es diese Flammenwerferin da oben nicht. So, wir gehen erst hier lang. Die Todesfalle hier machen wir nachher. Erstmal geht es nämlich hier durch. Und zwar doppelt. Wir müssen nämlich den Typ dazu bringen, au, nicht auf uns zu werfen, sondern genau dadurch. Und da müssen wir gucken, dass wir ihn ausschalten. So. Der hier ist nämlich die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen. Jedenfalls im New Game. Im New Game Plus steht hier hinter noch einer, der uns da wenigstens hilft. Also so freundlich ist und uns da reinlässt. So, Picke des alten Ritters, Großschild des alten Ritters. Genau, hier war nämlich eine kleine Schatzkammer, an die wir sonst nicht rankommen. Genau, versucht Feind. So, und hier ist noch ein Weg. Den können wir jetzt als nächstes gehen. Niederlage. Nicht unbedingt. Hier. Giftstein und faules Harz. Und jetzt müssen wir wieder runter in die Giftsuppe. Und müssen laufen. Hier genau an die Leiter. Wuff. Und kommen nämlich hier wieder raus. Gut. Das Skelett da unten können wir ignorieren. Das Gebiet hier übrigens ist abgeschottet von dem Gebiet hier drüben. Also das hier ist nur ein langer Gang mit dem einen Skelett drin. Das übrigens auch neu ist. Aber an dem bin ich jetzt einfach vorbeigerannt, weil das einfacher ist. Rechts übrigens Zwickmühle. Ja, das stimmt. Ich heile mich sicherheitshalber mal hoch, auch wenn wir fast keinen Verlust haben an Lebenspunkten. Und ja, man sieht da den einen Kerl stehen und da drüben noch einen.
Das sind allerdings nicht die einzigen beiden. Genau, hier ist nämlich noch ein dritter. Von den Jungs. Wow. Ja. Seht ihr, es sind vier. Wow. Und die Taktik ist immer dieselbe. Gucken, dass ich sie hier hochlocke. So wie sie gerade kommen. Die Dinger kann ich übrigens selber einschlagen. Dazu brauche ich die Jungs nicht. Und ja, ich könnte hier theoretisch den Speer zweihändig nehmen. Oh, grüne Blüten. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt aufsammeln müssen. Ah, komm. Okay, der erste ist weg. Nein. Zielanvisierung lasst mich jetzt nicht im Stich. So. Wow, der stürmt an. Hat etwas Böses vorgehabt. Jetzt ist er tot. Oh. Da war eine Hülle dazwischen. So, jetzt ist nur noch einer von den Ekelpaketen hier. Und sie sind alle tot. Ja, als ich das erste Mal hier rein bin, hatte ich Panik, bin gestorben. Das war nicht sehr schön. So, jetzt gucken wir uns erstmal unten um. Ein Einfallspinselgewürz. Sehr nett. Lebensstein. Das Ding können wir leider nicht kaputt machen. Die beiden hatten wir schon. Dann gucken wir mal hier rein. Großgesehener eines tapferen Kriegers, schimmernder Lebensstein. Skeptikergewürz und ich höre hier die ganze Zeit einen rumlatschen. Ach so, das bist du. Du schlägst jetzt ständig den Kopf gegen die Wand. Und hier wäre der Weg zurück. Unten versteinert es etwas. Gut gemacht. Jo. Was wäre hier hinten? Schatz voraus. Truhe voraus, versucht springen. Ja, von wegen. Falle voraus, das stimmt eher. Weil da unten ist nichts. Das ist nur ein Dead End. So, ich heil mal. Kurz hoch. Da wechseln wir wieder auf unseren Speer. Jetzt kann ich hier mal kurz reinhüpfen. Die schwindende Seele aufsammeln, die unnötig ist. Und mich total verlaufen. Na komm. Ah. Nein, da lang nicht. Ah, Lebensstein. Ah, hier jetzt lang. Nein, hier war die schwindende Seele. Gut. Das heißt, ich muss hier irgendwo lang. Ernsthaft. Ah, hier ist der Ausgang. Einfallspinselgewürz. Und hier ist der Weg hoch. Sehr schön. Oh, falla. Oh. Wir sterben gleich, wenn wir nicht aufpassen. Und genau, hier kommen auch die Geschosse runter. Von dem Balkon da oben.